Wer bisher das Wort Zauderer im Brockhaus nachschlug, stieß dort auf ein Foto von Armin Laschet. Nur ein dummer Druckfehler? Ist er in Wahrheit der größte Zauberer unserer Zeit? Harry Houdini wäre gefesselt und selbst Uri Geller gäbe vor Ehrfurcht den Löffel ab. Beeindruckend ist Armin Laschet ja schon. Trotz seiner Wahlniederlage stand er weiter voller Zuversicht bereit, eine Jamaika-Koalition anzuführen. So viel Optimismus hatten wir in Deutschland zuletzt seit wir schaffen das nicht mehr. Vorbild ist ihm das Robert-Koch-Institut, das zwar eine offizielle Impfquote von 70% ausweist, aber eine um 5 Punkte höhere Quote für wahrscheinlicher hält, weil eine Umfrage das ergeben habe. Der CDU-Chef erkundigte sich beim Bundeswahlleiter, ob diese Rechenoperation sich auch auf die 24,1% vom Wahlabend anwenden ließe. Der erste Auftritt des personifizierten Ausgleichsmandats im neuen Bundestag geriet zum Medienspektakel. Und zwar dank eines mysteriösen Fotos, das als legitimer Nachfolger des Loch Ness-Bildes gelten kann. Laschet sitzt an seiner neuen Wirkungsstätte, der Interbank. Und nicht nur er ist gut aufgelegt, sondern auch sein Handy. Dieses ist scheinbar nicht auf eine haltende Hand angewiesen, sondern wirkt eher wie ans Ohr geklebt. Und immerhin, andere Politiker kleben mit anderen Körperteilen. Zum ersten Mal in seiner Karriere spielte sein Kopf eine tragende Rolle. Und es ist das einzige Bild, auf dem Laschet kein Problem an der Backe hat. Hätte er diesen Trick beim Pro7-Kinder-Interview vorgeführt, wären ihm 100% der Erstwählerstimmen sicher gewesen. Plus die 5% Fehlertoleranz. Wenigstens sein Ohr sorgt also für Wirbel. Aber was war da los? Unterdruck zwischen den Ohren? Bewirbt er sich mit dem Foto für das Ministry of Silly Talks? War vom Deutschlandtag der Jungen Union noch genügend schmierige Masse übrig? Oder hatte er das Gerät einfach auf Halten gestellt? Millionen Handys im ganzen Land gingen seither bei dem Versuch zu Bruch, es ihm gleich zu tun. Millionen Werte sind vernichtet, fast so viel wie durch seine zögerliche Corona-Politik. Wie hältst du es? Auf diese Gretchenfrage der Neuzeit konnte nicht einmal die Investigativreporterin Sandra Maischberger dem CDU-Magier eine Antwort entlocken. Laschet wörtlich, der eine hält es so, der andere hält es so und ich halte es halt so. Maischberger warf ein, dass sie halten es gar nicht. Laschet lässig grinsen, ja. Maischberger kapitulierte. Wobei wenigstens dieses Fazit ein wenig erhellend ist, war es doch die kurze und knappe Zusammenfassung von Armin Laschets Haltung zu allen großen Fragen der Gegenwart. Ich halte es gar nicht. 3 Worte.